wunderschöner Samstagszeit mit mir aus Essen. Ich bin am Ende des Videos schon, ich weiß schon, was passiert. Wir werden heute bei den zwei größten Dönerketten in Deutschland bestellen, den direkten Vergleich machen zwischen Mangal und Haus des Döners. Mangal 34 Jahren, glaube ich, jetzt Haus des Döners um die 90. Und wir werden bei jedem Döner, und das ist sehr interessant in diesem Video, werden wir zwei Döner bestellen. Nicht einen, sondern zwei, in einem unmittelbaren zeitlichen Abstand. Ihr werdet im Video natürlich auch sehen, warum wir das machen. Geplant war das nicht, sage ich euch ehrlich. Und dann einfach mal schauen, wie gleich schaffen es Dönerläden, einen Döner zuzubereiten. Ist es ein krasser Unterschied in so kurzer Zeit? Oder kommt vielleicht komplett das gleiche Ergebnis dabei raus? Sehr interessant. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Guckt euch selber an, was passiert. Viel Spaß im Video. Also, wir mussten jetzt hier parken, weil man kommt da nicht ganz genau hin. Aber es sind nur 2 Minuten 120 Meter. Aber ich musste mich natürlich nahe des Ladens aufhalten, damit die Döner nicht kalt werden. Ja, wir sehen uns gleich. Das wird ein kurzes, knackiges Ding, Leute. Axel, ich möchte gerne an den Glocken spielen. 30 Meter. 30 Meter links rum. Ja, okay, dann warte ich hier. So, wir machen bei beiden Kräuter und Schaf. Oder rufen die am besten an gleich einmal. Ja, so machen wir das. Ja, okay. Scheiße, ey, ist so dumm. Jo, Axel, ich schreibe eine Mail gerade hier. Was ist los? Was los? Die verkaufen heute keinen Döner, die haben heute eine Pommes. Na, der Mommel. Ich stehe in der Schlange. Ja? Ich frage, welche Soßen die haben. Wenn die alle drei haben, nehme ich alle drei einfach, okay? Ach, du hast noch nicht gefragt, rufst mich trotzdem schon an. Ich stehe in der Schlange, das dauert noch einen Moment. Ach so, ja. Ich kann's ja vorher erklären. Okay, ruf mich gleich nochmal an. Axel, gleich. Ach, Axel, ruf mich doch an, wenn du es weißt. Das war ein unnötiger Anruf. Oh Mann, Axel, du Sohn. Ich habe schon eine Mail geschickt. Jetzt muss ich die wieder ganz neu schicken, weil das Programm zu behindert ist. Axel, du Sohn. Oh Mann, ey. Jo, Axel. Jo, also ich habe jetzt die Info. Die haben hier Knoblauch, Schaf und Cocktail. Dann nehmen wir Knoblauch und Schaf einfach, weil das haben die drüben auch. Dann nehmen wir aber beide Knoblauch und Schaf. Ja, alles klar. Okay, alles klar. Okay. Bis gleich. Ciao. So, werden wir warten. Vielleicht nehme ich noch im Nachhinein, nachdem das komplette Video aufgenommen ist, hier ein, zwei Aufnahmen vom Laden auf. Ja, sieht gut aus. Oi, oi, oi. Dankeschön. So, danke, danke. Axel ist am Anmarsch. Guck mal, das ist ein normaler, hast nicht drauf gezahlt, Axel, gar nichts. Das ist ein normaler Döner jetzt bei Mangal, ne? Oh, das sieht schon knaffig aus. Und Mangal ja auch bekannt für ein echt geiles Brot. Guckt euch das an, ey. Das Brot sieht echt krank aus. Seht ihr das? Das sieht schon sehr krank aus, das Brot. Scheiße, ey. Das ist so ein Ding, das kannst du kaum essen. Da hätte ich mal die Waage mitbringen sollen noch. Scheiße, ey. Hab ich vergessen. So ist es wirklich so, wie wenn du Salat hast, einen Salat auch im Restaurant, ein Standardsalat, Gurkendressing auch, beziehungsweise Salatdressing, spezifisch auch für Gurke mit dem Dill hier, passt ganz gut, hast eine Gurke drin, hast ein leichtes Dill-Dressing, könnte halt auch auf Salat sein, was wollte ich damit sagen? Herbes Brot, also herb im Geschmack, man sieht die Dunkelheit, man sieht die Röstung auch hier speziell nochmal. Merkst du, herb, dunkel im Geschmack, ist ganz geil. Brot im Großen und Ganzen habe ich noch geiler bei Mangal in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob die das Brot gewechselt haben. Irgendwie habe ich ein ganz anderes Brot in Erinnerung. Ist trotzdem geil. Ein bisschen problematisch mit dem Fleisch hier oben. Jetzt, wo ich mich ein bisschen reingesnackt habe von der Seite. Ist dann das Fleisch. Das sieht ihr jetzt, weil ich mich hier schon reingesnackt habe, ein bisschen länger hier oben. Ist Kategorie Fleisch und das ist oft so bei diesen Drehspießen, weil das einen kleinen Moment länger liegt und dementsprend ein bisschen kälter ist. Das nimmt gleich 30-40% an geschmacklicher Qualität ab. Das ist lange nicht bei allen Fleischsorten so. Gerade in so kurzer Zeit nicht.
Rotkraut. Sehr relevanter Moment in diesem Döner. Für diesen Döner jetzt speziell. Einzelne Komponenten, gerade was Salat angeht, in Dönern, nimmt manchmal eine große Rolle ein, manchmal eine weniger große. Das hier bringt einen harten Umschwung jetzt. Also Rotkohl, sehr starker Fokus auf dem Rotkohl gerade, ist gar nicht schlecht. Gesamt aber vom Döner, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für diesen Döner nur so ein kleines Zwischenfazit ziehen darf, eher ein langweiliger Döner. Sage ich euch so, wie es ist. Immer frei raus einfach. Fleisch, gute Würze. Aber gerade auch dadurch, dass hier oben kälter wird, ist irgendwie nichts, was nicht groß catcht gerade. Sage ich euch ehrlich, da habe ich Lukas Podolski deutlich stärker in Erinnerung. Sehr starke, intensive Momente von der Würzung jetzt auch immer wieder zwischendrin. Und jetzt kommt der Moment, ich nenne es jetzt mal, wo der Berliner Soßen-Trumpf-Moment kommt. Ich denke, ich kann es so ganz gut beschreiben, wenn du nie Berliner Döner isst, dann ist das erstmal so Wow-Moment. Du hast diese erschlagenen Momente von diesen intensiven Soßen. Wenn du schon viele Berliner Döner gegessen hast, weißt du, das ist einfach ein Standard-Berliner Döner-Geschmack, der mich jetzt nicht vom Sockel haut. Einfach jetzt wirklich Standard-Berliner Döner-Feeling, was sehr lecker ist, aber auch absolut Standard gerade im Bereich Berliner Döner. Aber absolut lecker, ne? Das kann man nicht abstreiten. Ich snack auf, denke, ist genug gesagt. Wir gehen jetzt direkt zu Haus des Döners. Machen auch optisch eine Aneinanderreihung, dass ihr alles genau seht. Ja, wir sehen uns gleich bei Haus des Döners. So, Axel geht jetzt eben hier den nächsten Döner holen. Wenn es uns irgendwie möglich ist, dann zeigen wir uns jetzt Aufnahmen, die wir danach aufgenommen haben, nach dem Video. Dass ich schon mal den Vergleich sieht von den Spießen und so und vom Laden. Irgendwie was geiler ist, was einem besser gefällt. Gerade bei den Spießen, finde ich, kann man ja immer schon so ein bisschen sehen, was erwartet einen. Stellen wir mal ein bisschen was zusammen jetzt für euch. Oha, da sieht man aber gleich, krass, ey. Den Unterschied hätte ich nicht erwartet. Guckt euch mal den Unterschied an. Oh, heftig. Als hätte da jemand schon gegessen. Ja, da haben sie übelst am Fleisch gespart, ne? Krass, das war drüben ganz anders. Ich sag euch jetzt auch so, wie es ist, Leute. Fleisch mehr ist immer schön und gut. Zum Schluss zählt aber der Geschmack. Oft wurde Kamerabonus richtig zum Verhängnis. Weil es jetzt ja kein Kamerabonus war. Gute Schärfe durch die scharfe Soße. Rot drüben schon geil, da muss man sagen. Hier kommt aber langsam das Fleisch. Mordsmäßig intensiv aber. Als würde sich das Fleisch und die Soßen gegenseitig pushen. Aber da ist echt Boom, einfach in die Fresse vom Geschmack. Ich sage mal nochmal einen Querschnitt. Sonst hatte ich bei dem Döner immer auch mehr dieses Berliner Soßenfeeling. Das hatte ich bisher noch nicht. Kam beim anderen aber auch erst bei der Hälfte. Schön mit dem Sesam. Und ich sage euch eins schon, kennt ihr eine Poldi-Filiale? Kennt ihr eine Haus des Döners-Filiale? Ihr kennt lange nicht alle. Diese beiden Döner, die ich hatte, und ich habe jetzt schon oft bei verschiedenen Filialen bei Haus des Döners gegessen und auch bei Poldi, ist eine völlig andere Nummer zu allen anderen Filialen, die ich bisher gegessen habe. Als wäre es ein komplett anderer Döner. Rotkohl, ganz spezielle Würze hier. Ich habe sehr gehofft, dass es mir hier leichter fällt bei dem Test. Sage ich euch wirklich. Fällt mir wirklich maximal schwer, hier einen Gewinner auszumachen. Ich muss noch mal in mich gehen, Leute. Und mir irgendwas überlegen. Das ist schon der Axel. Also ich muss in Runde 2 gehen, Leute. Ich muss in Runde 2 gehen. Axel, kannst du schon mal den zweiten Döner direkt holen? Ich werde mich hier hinhocken wieder wie ein Knecht. Und ihr habt den Döner eben gesehen. Ich zeige ihn jetzt mal noch mal trotzdem eben vorsichtshalber. Diesmal ist es auch nicht ganz so dunkel geröstet. Seht ihr das? Das ist schon wieder ein ganz anderes Ding, ey. Hätte ich damit gerechnet, dass ich jetzt 4 Döner snacke? Das ist echt belastend. Eben war der viel krosser. Ich
Ich weiß nicht, was die anders gemacht haben, Leute. Diesmal das Fleisch um viel wärmer. Ich fühle ein bisschen fettiger. Fleischschichten beim Döner ja auch immer unterschiedlich. Komm eine Stunde später, der Döner wird anders schmecken. Wisst ihr? Kann schon daran liegen. Holt so eine gewisse Pappigkeit, aber im positiven Sinne ist nicht so ein Standardbrot, wisst ihr? Drüben muss man sagen, bei Haus des Döners, es ist so ein bisschen mehr Standard noch. Deutlich mehr Standard. Intensive Süße von den Soßen. Das ist ein ganz anderer Döner als der eben, ich schwöre euch. Der ist viel besser als eben. So ein bisschen das Sandwich-Feeling. Dieses Zusammendrücken. Von der Haptik meine ich jetzt Sandwich-Feeling. Nur ein saufrisch, ein bisschen Dill noch drauf, durch die Soßen. Das ist ein richtig intensiver Säurekick. Prickelt richtig auf der Zunge, wahrscheinlich vom Rotkohl. Sieht man. Eben das Brot zu doll geröstet. War irgendwie geil, aber die Haptik und die Essbarkeit war eine ganz andere. Das ist ein ganz anderer Döner jetzt. Deutlich besser. Berliner Soßen-Ding kommt auch nicht ganz so durch. Ab zum nächsten Döner jetzt. Da ist Axel schon. So, hier haben wir nochmal Döner. Das ist nochmal Haus des Döners. Ich kann euch beim ersten Biss jetzt schon sagen, dass wir da einen Gewinner haben werden. Ich will jetzt nicht ein riesen Drama draus machen, die Spannung unnötig nach oben treiben. Der ist deutlich trockener. Soße nicht besonders gut fein justiert, geht einfach nur in die scharfe Richtung. Ja, ist lecker, aber ja, so zu trumpfen in dem Moment mit was anderem außer Schärfe, das wäre gefragt. Du hast die Schärfe, ja? Feier ich, du hast die Süße, ja? Aber Feinschliff, Feinjustierung. Ein bisschen noch mit den Geschmäckern spielen, das fehlt hier bei dem Döner. Ich snack auf und ab zur Bewertung. So, ab zur Bewertung. Ei. Ehrlich, frei raus, ey. Puh. Erste Runde. Es fand ich so unbefriedigend, hätte ich euch nur folgende Aussage geben können. Da war keiner der beiden Döner besser. So, ganz klar nicht. Da konntest du nicht von besser sprechen. Das waren Nuancen. Auch leicht trockener Moment beim Haus des Döners. Ganz kleiner Moment. Dafür aber on point beim Fleisch, bei den Soßen irgendwie gleich da gewesen. Ja, konstant. Aber irgendwie schon noch ein bisschen mehr Standard als der Mangal-Döner. Aber Mangal, da war zumindest das Brot-Special. Irgendwie so dieses Gesamtfeeling war nicht das, was du schon sehr, 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 sehr oft gegessen hast. Auch wie ich da gesagt habe, bei den Berliner Soßen, ja, kennt man. War ganz schwer einzuordnen. Hätte ich beiden einfach mal pauschal eine 7 gegeben. Eine 7 von 10 Punkten in Runde 1. So, was passiert in Runde 2? Eieieiei. Runde 2 war ein klares Ding, Leute. Ihr habt es gesehen. Mangal war einfach on point. Vieles gepasst. Brot anders gewesen. Es war nicht so ein Standarddöner, klar. Von den Soßen und Gesamtfeeling, muss man irgendwo sagen, kennt man. Aber im Gesamtfeinschiff noch mit dem Brot und dem Fleisch, was nochmal einen gewissen eigenen Touch hatte von den Würzeln, war schon ein rundes Ding. Haus des Döners bei Runde 2 war zum einen deutlich schlechter als bei Runde 1 und halt auch sehr trocken. Irgendwie ganz trockenes Feeling. Brot einen Moment länger getoastet, ich weiß es nicht. Oder Temperatur nicht so hoch auf dem Grill gewesen und länger drin gelassen. Ich kann es mir nicht genau erklären, ich weiß selber nicht. Aber Mangal hätte ich in Runde 2 wahrscheinlich so eine... Wir sprechen bei mir in einem Nicht-Selfmade-Ranking, nicht mal im Ranking des Herzens. Qualität ausgeblendet. Wahrscheinlich waren es beides Drehspieße, das will ich damit sagen. Das blenden wir alles aus. Einfach Geschmack, fertig aus. Ich fühle mich wohl mit einer 7,8. Beim Haus des Döners war es dann eher... Trotzdem noch lecker. War ja eine 6,5. Im Haus des Döners hätte ich eher eine 6,5 gegeben, ja. Also da dann doch deutlicher Gewinn am Ende des Tages vom Mangal. Wild, 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 wild. Einmal kurz nach unten klicken, Daumen oben betätigen für den direkten Support, Video nach vorne pushen und schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Wieder mal ein Beispiel in diesem Video, wie unterschiedlich alleine zwei Tests direkt aufeinander sein können. Ganz heftig. Kuss geht an alle. Schönen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal.